Hallihallo, hallihallo. Wo bin ich? Ich bin natürlich hier bei unserem neuen Esstisch. Und hier wollen wir uns heute mal ein bzw. zwei Themen angucken, die wir gar nicht ganz so oft so ausführlich thematisieren. Das eine ist, wie schleife ich eigentlich richtig und worauf muss ich da achten? Ich glaube, das habe ich noch nie bei mir wirklich thematisiert. Das gucken wir uns aber gleich mal an, denn das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn wir so einen Tisch bauen oder so große Flächen haben und sie ölen wollen, was wir heute auch machen, dann müssen wir das Holz natürlich gut vorbereiten und so vorbereiten, dass es mit der Oberflächenbehandlung, die wir anwenden wollen, auch übereinstimmt, weil, haha, Überraschung, auch da kann man tatsächlich einiges falsch machen und es gibt einiges zu beachten. Zuallererst, wer hat meinen Holm geklaut? Er liegt da auf der Formatkreissäge. Ich glaube, zuallererst sollten wir den Holm mal einhängen. Und dann können wir anfangen, uns mit dieser Platte zu beschäftigen. Denn, Spoiler, ich habe die Zeit schon mal genutzt und die Unterseite und das Gestell schon geschliffen. Denn wir alle wissen, auch wenn wir uns Schleifen angucken, das Thema nervt trotzdem. Und wir wollen es so kurz, aber so ausführlich wie möglich halten. Das war ein äußerst passgenauer Holm. So, jetzt zuallererst nochmal, wir unterscheiden bei Oberflächen zwischen geschliffenen und gehobelten Oberflächen. Warum? Das habe ich schon ein paar Mal erklärt. Ganz wichtig ist, beim Schleifen drücken wir die Faser eher zusammen. Beim Hobeln schneiden wir ja wirklich die Faser ab. Das heißt, nochmal an dieser Stelle, eine gehobelte Oberfläche ist in der Regel schöner als eine geschliffene. Tatsächlich ist, und das ist jetzt etwas kurios, die Oberfläche nach dem dicken Hobeln bei der Panhans Spiralmesserwelle, die wir da drin haben, echt ziemlich nice. Also wenn ich ehrlich bin, müsste man das nicht unbedingt nochmal schleifen. Warum machen wir es? Ganz einfach, das ist jetzt ein Tisch, der etwas andere Anforderungen hat als sonst bei mir, denn wir haben eine kleine Tochter und da müssen wir einfach ein paar Sachen beachten. So, also wir gehen gedanklich vom Hobeln weg und gehen zum Schleifen und stellen fest, gut, wenn wir eine Oberfläche schleifen wollen, dann ist das, was wir vorher gehobelt haben, nicht wirklich etwas, auf dem wir aufbauen. Das heißt, wir müssen die Oberfläche trotzdem wieder mehr oder weniger von Null starten. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier unseren Bereich sondieren und feststellen, wir haben vielleicht nicht den geilsten dicken Hobel oder wir haben noch irgendwo Macken drin, da müssen wir, so bescheuert das klingt, auch wenn es jetzt super glatt ist, mit 80er Papier anfangen. Das heißt, wir fangen mit 80 an und arbeiten uns hoch. Kleiner Disclaimer sozusagen, wir haben hier keine Macken, wir fangen also nicht bei 80 an. Wir fangen bei 120 an. Das heißt, wir schleifen jetzt den kompletten Tisch, also die Platte, mit 120. Dann schleifen wir die komplette Platte mit 180. Dann schleifen wir die komplette Platte mit 240. Dann schleifen wir die komplette Platte mit 400. Warum liegt die 400 jetzt hier und die anderen drei da? Bist du etwa jemand, der andere ausgrenzt? Nein, bin ich nicht. Aber wir müssen eine Sache bedenken, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Wir müssen uns überlegen, welche Oberflächenbehandlung wollen wir nutzen? Und wir wollen einfach, weil wir uns privat über das Thema viel unterhalten haben und gelernt haben, wie unsere Tochter ist, ein antibakterielles Hartwachsöl verwenden. Einfach damit der Tisch so, ja, wie soll man das sagen? Es soll eine Oberfläche sein, von der wir wirklich problemlos essen können. Also nicht wir, mehr die Tochter, aber wir ja vielleicht auch, wenn wir das für uns entdecken. Das heißt, wir müssen uns immer wieder durchlesen, welches Produkt wollen wir eigentlich verwenden. Wir haben hier ein Produkt, auf dem, ich habe es gerade eben schon gefunden, hinten drauf steht, dass wir nur bis zu einer Körnung von 180 bis 220 schleifen sollen. Warum ist das so? Hä, ist nicht geiler glatter? Geiler glatter? Glatter geiler? Jein. Wenn eine Oberfläche zu glatt ist, wie zum Beispiel nach dem Hobeln, dann ist sie schon in einer gewissen Hinsicht nicht mehr aufnahmefähig. Das ist das Tolle beim Hobeln, wenn wir wirklich perfekt gehobelt haben, einen Wassertropfen auf die Oberfläche machen, dann bleibt er einfach oben drauf. Die Oberfläche ist geschützt, das heißt, das Wasser dringt nicht ein. Wenn es so glatt ist, dringt natürlich auch eine Oberflächenbehandlung nicht ein. Und genau das soll sie. Wir wollen ja nicht das Holz ölen, einfach nur damit es bunt wird. Können wir auch Wasser nehmen, das verdampft dann zwar wieder, aber der Effekt ist der gleiche.
wir wollen eine Oberfläche aufbringen, um das Holz zu schützen. Es gibt natürlich auch Oberflächenbehandlungen, die eigentlich nur anfeuern oder die schichtbildend sind. Das Ganze ist nochmal etwas für ein anderes Thema, aber nicht für heute. Also, was machen wir jetzt? Warum hast du jetzt die 400 hingelegt? Ich dachte, da steht, das geht nicht. Ich kenne das Produkt schon und ich weiß, dass es halbwegs funktioniert. Das heißt, wir schleifen jetzt theoretisch nur bis 240, würden dann ölen, weil ich das Produkt schon kenne, schleifen wir bis 400 und ölen dann. Wie wir so einen Tisch ölen, auch das gucken wir uns heute mal ganz ausführlich an, weil auch da gibt es irgendwie ganz schön viel, was man falsch machen kann. Öl ist ja eigentlich eine der einfachsten Behandlungen, aber wenn man ehrlich ist, eigentlich auch nicht. So, das heißt, wir fangen jetzt an, machen es wirklich genau, wie ich gesagt habe. Wir gehen durch alle Stufen durch. Warum macht man das? Einfach, um eine Oberfläche aufzubauen. Wenn wir zu große Sprünge in den Schleifmitteln hätten, also 120 gleich 400, dann wird die Oberfläche einfach nicht sehr schön. Was wir zwischen den einzelnen Stufen beachten müssen, Gott, ist da viel zu beachten. Habt ihr das gedacht? Das sage ich euch, wenn es soweit ist. Aber es ist ganz ehrlich so, Schleifen und Ölen sind zwei Dinge, wo wir immer denken, ha, scheißegal, mache ich irgendwie? Nee, deswegen gucken wir uns das heute an. Also 120er Papier auf den Schleifer und... Um das zu untermauern, was ich gerade gesagt habe, habe ich jetzt nur sehr vorsichtig diesen rechten Riegel geschliffen. Der linke hier ist tatsächlich gefühlt, wenn man ihn anfasst, glatter als der hier. Nichtsdestotrotz sehen Sie wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ihr es auf der Kamera so gut seht wie in echt, aber Sie sehen ganz anders aus. Warum? Habe ich ja gerade erklärt. Das eine ist eine geschnittene Oberfläche, das andere eine geschliffene. Und das ist tatsächlich ein relativ großer Unterschied. Wenn man das Ganze mit einem Handhobel noch machen würde, wäre der Unterschied noch größer. Aber wir wollen uns jetzt nicht da rein vertiefen. Eine wichtige Sache ist, wir wechseln jetzt gleich das Schleifpapier, wenn ich die andere Seite gemacht habe. Was muss ich da bedenken? Ich denke, es ist bei vielen so wie bei mir früher. Und dann hat man vielleicht nicht den besten Staubsauger und nicht das beste Schleifgerät. Worauf ich hinaus will, ist, beim Schleifen entsteht Staub. Sehr viel Staub, sehr feiner Staub. Und was ganz wichtig ist, dass wir zwischen den Schleifgängen so viel wie möglich von diesem Staub immer wieder entfernen. Denn wenn wir den Staub jetzt hier in den Poren drin lassen, weil wir einfach keinen guten Staubsauger haben, und dann die nächste Körnung nehmen und damit wieder drüber bügeln, dann drücken wir einfach alles immer wieder weiter zusammen. Das Ergebnis wird einfach nicht so, ich nehme jetzt mal so ein tolles Wort, brillant, wie es sein könnte. Einfach, weil wir immer mehr Scheiß in die Poren reindrücken, den wir eigentlich da nicht haben wollen. Was mache ich also? Ganz einfach, die einfachste Lösung wäre Druckluft. Was spricht gegen Druckluft? Naja, ich puste es eigentlich nur in die Luft und es wird irgendwo wieder landen, im besten Fall auf meiner Nase. Insofern kann man machen, muss man nicht. Was geht, ist zum Beispiel mit Wasser oder mit Alkohol das Ganze einmal abreiben. Mineral Spirits wäre das, was der Amerikaner gerne nutzt. Und das ist tatsächlich ein guter Tipp, denn durch Feuchtigkeit haben wir gleichzeitig noch den Effekt, dass sich Fasern nochmal aufstellen. Das ist ja das, was sonst gerne beim Ölen passiert. Wir ölen, machen eigentlich alles richtig, gucken am nächsten Tag und denken, warum ist das so rau? Naja, weil sich die Fasern nochmal aufgestellt haben. Das heißt, was wir jetzt machen, wir schleifen jetzt die andere Seite, dann wischen wir alles vorsichtig einmal mit Wasser ab. Wir tränken es nicht, wir nehmen nur einen feuchten Lappen, wischen den Staub runter, dann nehmen wir die nächste Körnung und so weiter und so fort. Wie wir diese Kanten machen und vor allem auch die unteren, dazu kommen wir ganz am Ende, weil da muss man auch wieder ein paar Sachen beachten. Und ich habe sehr gute Tipps für euch, weil das hier ist etwas, wo man klassischerweise richtig schön rund schleift. Ich auch in der Vergangenheit, aber wie gesagt, da gibt es einen Tipp. Jetzt erstmal die andere Seite, dann wischen und weiter geht's. Hey!
Hey Jonas, wie viel Blätter Schleifpapier hast du gebraucht, um den Tisch zu schleifen? Eins. Und das ist immer noch gut. Also das auch nochmal gesagt, Qualität zahlt sich da auch aus. Also das kann theoretisch wieder in die Box. Jetzt. Warum nehme ich jetzt Haushaltsrolle? Die fusselt doch. Ja, richtig. Wenn wir jetzt hier drüber gehen mit dem nassen Lappen oder feuchten Tuch, dann ist es super, wenn es fusselt, weil wir merken dann, wenn wir irgendwo eine Stelle komplett vergessen haben und da noch richtig krass irgendwas absteht, dann werden wir das mit dem Tuch sofort merken, weil wir hängen bleiben. Ist vielleicht ein bisschen irgendwie so okay, aber es ist wirklich ein sehr hilfreicher Trick, weil gerade wenn man große Flächen streicht, ja da auch, aber große Flächen schleift, wird man so ein bisschen blind und sieht einfach nicht mehr, wo man schon war. Deswegen habt ihr auch gerade gesehen, wie ich das mache, sehr langsam immer mit so einer 50-prozentigen Überlappung, so dass man wirklich alles volle Möhre angreift. Und jetzt, zack, und einmal abwischen. Da kommt doch gar kein Staub ab, Jonas. Doch, genau das muss weg. Zwei kleine Tipps noch und dann ist der Schleifenpart auch endlich vorbei. Der erste ist Kantenschleifen. Das ist tatsächlich relativ nervig, vor allen Dingen, weil man oft dazu neigt, das Schleifgerät nicht wirklich stabil zu halten. Es gibt ja jetzt von Festool diesen Kantenschleifaufsatz. Das halte ich tatsächlich für eine sehr gute Idee bei ganz vielen Sachen. Aber was auch schon sehr helfen kann, und das ist so ein bisschen ein glücklicher Zufall, wenn ihr mir bei Werktag folgt, werdet ihr gesehen haben, dass A, mein Mirka-Schleifgerät komplett tot ist und B, von meinem ETS der Teller kaputt gegangen ist. Jetzt habe ich mir einen neuen Teller gekauft, es gab aber nur den harten. Auch da, ich erkläre es einfach mal, gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt harte Teller, weiche Teller, mittelharte Teller. Und der harte Teller hat einen Vorteil, wenn wir ihn gerade ansetzen, nimmt er zwar wirklich aggressiv Material ab, aber er neigt halt auch nicht dazu, sich bei leichten Bewegungen zu verformen. Das heißt, eine gerade Kante gerade zu schleifen, ist relativ einfach. Dabei immer darauf achten, am besten einmal so ein bisschen von der Seite gucken, dass wir sehen, das Schleifgerät liegt oben und unten an. Und dann kann man immer mal wieder nach rechts und links peilen, dass man nicht übertrieben gesagt in so einer Keilform schleift. Der andere Tipp, und dann ist wirklich auch Schluss mit Schleifen, weil es ist nicht das geilste Thema dieser Welt, ist, wenn wir jetzt hier eine Faser dran gehobelt haben oder hier kleine Kanten haben, dann ist ein Schleifgerät aus meiner Sicht deutlichst zu aggressiv, um solche Kanten damit nachzuschleifen. Gerade wenn wir ganz kleine, schöne Fasen haben, machen wir die eigentlich mit dem Schleifgerät sofort kaputt. Was nehmen wir also oder was nehme ich? Ich nehme gerne solche Schwämme, die sind schön weich. Das heißt, wir können auch hier sehr punktuell arbeiten. Ich kann also mit meinem Finger genau entscheiden, wo übe ich Druck aus. Und kann dann meine Kanten damit wirklich sehr sauber nacharbeiten. Und das ist ein super Trick, auch für kleine, schmale Kanten wie hier in unserem Split-Top oder auch solche Ecken, die wir einfach nur ganz leicht brechen wollen, einfach damit sie nicht mehr scharf sind, aber optisch immer noch 90-Grad-Kanten sind. Boah, so lange hat das Schleifen eigentlich gar nicht gedauert, aber wie gesagt, es reicht jetzt. Der nächste Trick ist, wenn wir jetzt ölen, fange ich immer mit den Stellen an, die nicht am meisten sichtbar sind. Das heißt, wir legen den Tisch jetzt auf den Kopf. Dafür liegen auf den Böcken schon Handtücher, weil wir jetzt ja hier schon eine sehr feine Oberfläche haben. Und dann fangen wir sozusagen von unten nach oben, aber spiegelverkehrt an. Bei den Füßen tragen Öl auf. Und sobald wir hier oben sind, schauen wir uns dann genau wie beim Schleifen an, wie der Ölauftrag eigentlich funktioniert. Und was wir beachten müssen, wie gesagt, die Unterseite mache ich jetzt einfach einmal fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und der Tisch steht dann wieder so.
Das ist leider keine Mezzomix, aber etwas, was uns in diesem Fall deutlich mehr bringt. Nämlich das Öl, was wir benutzen, was ich jetzt nicht auf den Tisch stelle, weil ich natürlich wie immer den Rand eingesaut habe. Es ist dieses Kartwachsöl von Clou, hatte ich ja schon gesagt, antibakteriell. Und das wollen wir jetzt hier auftragen. Womit machen wir das? Mit diesen Tüchern. Das war mal so zusammen und doppelt so groß. Die eine Hälfte habe ich für unten benutzt und ich teile die immer, weil die Lappen sind eigentlich immer viel zu groß. Das sind so fusselfreie Tücher. Eins nehme ich immer zum Auftragen, eins zum Einpolieren. Einpolieren, dazu kommen wir gleich. Wie machen wir das jetzt? Man kann Öl natürlich einfach auf die Fläche kippen. Würde ich nicht machen, weil das einfach nicht ganz meiner Meinung nach dem entspricht, was wir erreichen wollen. Wir wollen einen gleichmäßigen Auftrag haben und nicht, dass sich irgendwo durch so einen tollen Effekt schon direkt ein Fleck bildet. Also nehmen wir dieses Tuch und falten das zu einem Maß, was uns gefällt. Ich nehme immer gerne ein kleines. Und damit reiben wir jetzt das Öl überall gleichmäßig auf dem Tisch ein. Dann lassen wir es, und das ist eigentlich genau das, was auf der Packung steht, gute 30 Minuten einziehen. In der Regel merke ich mir immer, wenn ich die ganze Fläche einmal eingeölt habe, kann ich am anderen Ende schon wieder anfangen, den Überstand, das, was oben drauf bleibt, wieder abzuwischen und es einzupolieren. Und das ist genau das, warum ich sage, Ölen ist eigentlich nicht die einfachste Oberflächenbehandlung. Viele klatschen einfach Öl drauf, lassen das irgendwie trocknen und wundern sich am nächsten Tag, warum ist das so klebrig, warum fühlt sich die Oberfläche so scheiße an? Ja, weil es einfach nicht richtig aufgetragen ist. Ich finde immer, lieber weniger, aber mit Bedacht, so dass das Holz das schön aufsaugen kann, aber dass wir den Überstand auch sofort wegnehmen und dann vielleicht zwei oder drei Schichten auftragen. Wichtig ist, wenn ihr mehrere Schichten macht, guckt, was auf der Verpackung eurer jeweiligen Oberfläche steht, wie lange ihr warten müsst. Das ganze Thema Zwischenschliff und Co. besprechen wir gleich nochmal. Jetzt fangen wir erstmal an und bringen hier ein bisschen Öl auf die Platten. Und das, meine Freunde, ist mein Weg, um die perfekte Ölüberfläche hinzubekommen. Warum sage ich perfekt? Ganz einfach, das Ganze ist jetzt schon richtig schön angetrocknet. Das Einreiben ist gut 2,5, ich guck mal nach da hinten, 2,5 Stunden, da wird genickt her. Und es ist trotz einmaligem Anstrichs und keinem Zwischenschliff einfach unfassbar glatt. Sehr, sehr schön und das klappt wirklich sehr gut und sehr einfach. Ich habe ja gesagt, das ist nicht das Einfachste der Welt, aber es ist eigentlich schon relativ simpel, wenn man ein paar Sachen einfach bedenkt. Beim Ölen habt ihr auch gesehen, ich versuche immer mit der Faser zu gehen und möglichst das Öl mit der Faser einzureiben. Und ansonsten ist es eigentlich recht easy. Das Einpolieren ist wirklich etwas, was aus meiner Sicht diesen Prozess ganz, ganz doll verändert. Die Beine fühlen sich wahnsinnig glatt an. Es ist echt cool. Es ist wirklich ein ganz einfacher Trick. Und genau so könnt ihr das auch hinbekommen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt einen Zwischenschliff machen wollen würdet, dann mit einem ganz hohen Papier, mindestens 320, gerne 400. Nicht viel Druck. Ihr wollt ja nur die aufgestellten Fasern wegschleifen. Ganz wichtig, wenn ihr es so macht wie wir hier, dass wir zwischen den Schleifschritten sowieso schon mit Feuchtigkeit arbeiten, dann ist in der Regel kein Zwischenschliff mehr nötig, wenn ihr das Ganze gut einpoliert. Wir werden das Ganze jetzt bis morgen trocknen lassen, dann noch eine ganz dünne zweite Deckschicht auftragen und dann ist das Ganze fertig. In diesem Sinne haben wir jetzt einen wunderbar schönen Esstisch gebaut. Und jetzt habe ich das hier weggeworfen und vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Öllappen können sich entzünden. Luftdicht verpackt ist das schon mal relativ unwahrscheinlich. Wenn man dann noch Wasser reinmacht, passiert es erst recht nicht. Deswegen hatte ich das ja hier nochmal geholt. Weg damit! Das Video ist zu Ende. Baut euch einen schönen Tisch, ölt eure Sachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Oh.